Heute steht die Bawinka vor dem Landtag. Das ist ein alter Krankenwagen aus der Region Charkiw, der von russischer Streumunition durchlöchert wurde. Damit wird auf die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine aufmerksam gemacht. Und die Bawinka ist auch ein eindrucksvolles Symbol dafür, dass wir die Ukraine noch stärker unterstützen müssen. Denn sie muss diesen Krieg gewinnen. Die UkrainerInnen kämpfen für ihre Freiheit, Souveränität und Demokratie und auch für unsere Freiheit und unsere Sicherheit.